So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Heute spiele ich mal Sniper Ghost Warrior 2 an. Ich bin mal gespannt, wie es so ist. Ich habe es mal kurz schon angezockt, aber nicht wirklich intensiv. Und das machen wir jetzt mal einfach zusammen. Es ist auch das erste Let's Play mit meinem neuen Mikrofon. Ich bin mal gespannt, wie es nachher klingt. Gebt mir gerne auch hierzu Feedback, ob es gut ist, besser ist, lauter, leiser, was auch immer ihr dazu von haltet. Und dann fangen wir mal direkt an. Wir machen ein neues Spiel. Ich fange mal auf einfach an. Ich bin so frei und dann gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Operation Quarterback. Küstenregion der Philippinen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Augen nach vorn, meine Herren. Diaz, wer hat die Spione eingeladen? Diese Operation erfordert Teamwork, Anderson. Ich habe zugestimmt, dass du übernimmst, solange du die Sache nicht in den Sand setzt. Du meinst so, wie ich das in Sarajevo gemacht habe? Halt dich diesmal an den Plan, dann bekommen wir keine Probleme. Vor 3 Monaten haben russische Söldner ein Biolabor in der Arktis überfallen. Sie sind mit einer Menge Erreger eines afrikanischen hämorrhagischen Fiebers entkommen. Das Zeug lässt die Pest wie eine Grippe aussehen. Heute Morgen erhielten wir die Bestätigung, dass sie einen Käufer auf den Philippinen haben. Das ist Ihr Käufer, Kalalo, Filipino, einer von Abu Sayyafs dicken Fischen, also ganz oben auf Al-Qaidas Wunschliste. SecDef hat Kalalo zum Gelegenheitsziel ernannt. Bei Kontakt töten. Haben wir den russischen Boss identifiziert? Im Moment nicht, aber das ändert unsere Zielvorgabe nicht. Dieses Einsatzkommando wird alle Parteien am Übergabeort eliminieren und diese Biowaffe zurückholen. Verstanden? Verstanden. Viel Erfolg. Dann mal los hier. Bis hierhin, weiter nicht. Keller, du und deine Männer folgen dem Fluss bis zum Ufer hinter der Radarinstallation. Anderson und ich werden jegliche Unterstützung abschneiden, die mitmischen will. Wir treffen uns dort. Ich verstehe. Gut gemacht. Waldmanns Heil. Waldmanns Heil. Okay. Ah, okay. Der wird direkt weggeholt. Ein nettes Gewehr haben wir hier. Sieht's aus. Sicher. Ich weiß es auch noch nicht, wie es läuft. Wegen dem Zucken. F drücken und hochklettern. Okay, dann machen wir das doch glatt. Probieren wir einfach mal. Bis jetzt die Grafik sieht richtig gut aus. Wenn es jetzt Zucken anfangen sollte oder irgendwas, dann stelle ich es ein bisschen runter. Das darf nicht sein bei so einem Spiel. Halt, nicht schießen. Kontakt, ein Soldat. Auf die Plätze. Okay, hab ihn nämlich hier. Ach so. Pow. Headshot. Gut, der Kerl im Schuppen hat nichts gemerkt. Jetzt ist er dran. Was macht er da? Interessant. Cole, check das mit der Thermaloptik. Mach mal glatt. Wow. Na los. Durch die Wand. Und Futz. Haben wir getroffen? Okay, weiter. Vorsichtig. Okay, der erste hat wohl nicht getroffen. Okay, wir drücken F, um runter zu springen. Tun wir nicht. Wir rennen einfach runter. Ich lade direkt mal nach. Irgendwelche Informationen, wie sicher dieses Radar ist? Nicht genug. Das Ding blockiert ziemlich effektiv unsere Sicht. Deshalb müssen wir es ausschalten. Ansonsten wird unsere Exfil zur Operation Shitstorm. Shitstorm. Okay. Also die Grafik sieht ganz cool aus eigentlich. Was heißt eigentlich ganz cool? Die sieht richtig cool aus. Ich höre etwas. Unten bleiben. Ja, ich bin doch unten. Ich krieche hier wie so ein Wurm durch die Gegend. Rechte Seite. Okay. Sieht aus, als ob die alleine sind. Los, beide gleichzeitig. Der rechte ist meiner. Auf die Plätze. 3, 2, halt. Hey. Verdammt, das war knapp. Die können wir auch alle wegholen. Viele, wir müssen ausweichen. Ah, bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen. Okay. Folge mir. Dann machen wir es eben so. Machen wir es auf deine Art. Ich habe das letzte Mal in Sarajevo schon gescheitert, wie wir vorher im Briefing festgestellt haben. Dann halte ich mich jetzt einfach mal an meinen Kollegen hier und ab durch die Büsche. Boah, wir werden gesehen. Doch nicht. Ah,
Alter, das eklige Wasser. Hier hat es bestimmt Schlangen und so ein Scheiß. Und wahrscheinlich auch so ein Scheiß. Ruhig. Okay. Sie kommen hierher. Still bleiben. Die Schlangen. Okay, hat man doch nicht gesehen. Ah, hier sind keine Scharfschützen, ihr seid falsch. Nein, lauf weiter. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung, darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben ja einen dickeren Fisch an der Angel. Wo? Okay, weiter, ja. Vorsichtig. Alten. Dann ziehen wir mal weiter. Okay. Ab durch die Büsche. Ich will was umbringen. Oh, was passiert jetzt? Wieder Videosequenzen. Oh, ein Schiff. Ein Motor, runter. Ich bin unten. Lass sie vorbei. Oh Mann. Die wird man schaffen. Das sind doch nur 3 oder 4. Okay. Anderson, folge mir. Was übrigens lustig ist, rechts unten sieht man so meinen Puls, ist das wahrscheinlich. Wenn ich renne, sprinte, wird er höher und dann wird bestimmt auch mein Zielkreuz unruhiger. Und wenn ich die Luft anhalte, zum Ziel, und lass den anderen für mich. Zum Zielen, dann wird das auch ganz, ganz unruhiger. Ich darf den jetzt messern. Gerne. Und auf geht's. Boah, okay. Sauerei. Kann man ihm seine Waffe nehmen? Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Gelände schreien. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. Ach, das haben welche? Ich sag an, was läuft. Bereit. Bereit. Vorsicht, Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch. Boot in unserem Sichtfeld. Nicht schießen. Verdammte Scheiße. Das Boot schon wieder. Tun die uns hier den Spaß die ganze Zeit verderben. Mist, ruhig bleiben, noch nicht schießen. Jetzt will er natürlich hierher kommen, um nach Sprit zu gucken. Das wäre nicht so cool. Was passiert, wenn ich den jetzt abschieße? Das war knapp. Boot ist aus dem Weg. Ballere sein Hirn weg, bevor er zurückkommt. Ja, das klingt gut. Headshot. Okay, der Knabe auf dem Anleger ist allein. Feuer frei. Bam. Mein Ziel am Lagerfeuer bewegt sich. Mal sehen, wo er hin will. Frei, leg an. Boah, das war knapp. Linke Seite. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Ja, mach hin. Gute Arbeit, weiter jetzt. Alle tot. Razor 3-1, gib mir einen Lagebericht. Er ist 3-1. Wenig Widerstand am westlichen Ufer. Unsere ungefähre Ankunftszeit am Treffpunkt ist planmäßig. Over. Verstanden, 3-1. Immer mit der Ruhe, Keller. Hurra! Ja, dann gucken wir mal weiter. Hübsche Waffen haben die hier im Dschungel. Unten bleiben! Halt! Schon wieder das Boot? Oder was? An den beiden auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbemerkt vorbei. Nimm den rechten ins Visier. Ich nehme den linken. Pow. Auch erledigt. Also das Luftanhalten funktioniert hier so ein bisschen wie so eine leichte Bullet Time aus Max Payne, wer es kennt. Also es wird ein bisschen verlangsamt, um wahrscheinlich dann noch später entferntere Ziele ins Visier zu nehmen. Abwarten. Unter dem Steg.
Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Soll ich weiter Let's Playen das Spiel oder soll ich es lassen? Ich weiß nicht, wie interessant es jetzt ist zum Zuschauen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit reden, dann unterbreche ich hier meinen Kollegen. Deswegen weiß ich nicht, wie interessant das Ganze ist. Oh, jetzt werde ich das Boot schon wieder. Nicht eingreifen. Ah, dann nicht. Ja, sagt nur, ob es interessant ist oder ob es vielleicht ein ausgiebigeres Let's-Test wird. Vorsichtig. Oder weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich habe noch ein paar andere Spiele, die ich vielleicht anfangen werde zu Let's Playen. Einmal, das wäre Euro Truck Simulator 2. Ich habe es vorher mal ein bisschen eingezockt. Nach links. Ich werde auf jeden Fall mal ein Let's-Test oder ein Let's Play anfangen, je nachdem. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das ist ein lustiges Spiel für alle, die mal als Kind geträumt haben, mal LKW rumzufahren. Es ist auf jeden Fall bestimmt eine coole Sache. So, wir gucken jetzt hier gerade voll die Action. Okay, weiter. Vorsichtig. Okay. F drücken zum Hochklettern. Ich würde auch gerne mal wissen, wie das hier sich... Feind, geradeaus. Schalt ihn leise aus. Wie sich das hier... Roger. Auswirkt, wenn man was auf eigene Gefahr macht. Ich glaube, den sollte ich gerade leise töten. Ich bin hingerannt, deswegen hat er mich gehört. Wie es sich hier auswirkt, wenn ich einfach irgendwelche anderen töte, die ich jetzt in dieser Option gar nicht töten müsste, eigentlich, so wie es hier läuft. Jetzt rennt er mir hier weg, oder was? Kann er mal warten. So ein Gebüsch. Ja, man kann sogar springen. Okay. Also es gibt ja einige Sniper-Spiele auf dem Markt, wovon ich... Verdammt, was ist das? Ziviles Sportflugzeug, alte Bauart. Sieht instabil aus. Kriegen wir das in Gang? Ja, kein Problem. Damit können wir abhauen. Uns die Sicht. Passt doch. Nach dir. Das ist noch gut zum Fliegen. Also gehen wir mal rein. Okay. Oh, Scheiße! Wir bringen das schnell zu Ende und hauen ab. Also lasst gut. Uns mal schauen. Erstmal nicht schießen. Ja, mein Gegner. Ja, was das ich sagen wollte. Das wird nicht einfach werden. Ja, jetzt redet er ununterbrochen. Das ist es nie. Das ist ärgerlich. Nicht zur rechten Campseite. Die Position im Wasser ist zu offen. Da werden wir in Fetzen gerissen. Links ist deutlich besser. Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, können wir sie dezimieren. Schieß auf mein Kommando. Wir müssen hier ganz präzise vorgehen. Teil aus. Immer der Reihe nach. Check die beiden auf der Sandbank, die das Boot reparieren. Zuerst den, der den Motor repariert. Und der Sniper da oben? Okay, warte mal, warum jetzt hier? Jetzt den zweiten an die... Scharfschütze im höchsten Haus. Erst Priorität Nummer 1. Schau nach links. Unser Mann umkreist das Gebäude wie ein Geier. Warte, bis er hinter der linken Mauer untertaucht. So, das sollte jetzt eigentlich gesäubert werden sein. Ja, war ja klar. Wir fliegen also doch noch mit dem kaputten Flugzeug. Nur leider nicht weg, sondern nach unten. Geht's hier nach oben? Da ist jetzt unser Freund wieder, das Boot. Ach du Scheiße. Der entdeckt mich jetzt hier, oder was? In Ruhe lassen, wir müssen versteckt bleiben. Ja, was ich sagen wollte, es gibt viele Sniper-Spiele, wo auch eigentlich nichts taugen. Das macht bis jetzt einen ganz guten Eindruck von der Physik, vom Gameplay, Story-Modus, okay, es ist... Ja, es ist halt alles wirklich bis jetzt ziemlich einfach vorgegeben. Oh Mann! Oh, komm ich hier nicht ran? Die werden das hier gleich untersuchen. Ah, shit. Komm ich jetzt hier? Ich kann tauchen, ich verstehe. Ja, es ist halt alles ziemlich vorgegeben. Wer ein bisschen mehr auf eigene Faust spielen möchte, ist, weiß nicht, ob das dann das Richtige dafür ist. Okay, jetzt rennen wir mal von dem Boot weg. So, bis jetzt macht es ganz gut Laune. Zwei Kerle stehen ideal für einen Doppelkill. Ja, auf jeden Fall. Vorsicht! Ja. Okay, der lebt noch.
Nein! Oh, jetzt. War nicht so einfach. Der hat jetzt, dadurch, dass die Luft, so lang angehalten habe. Müssen wir jetzt hier mal uns ein bisschen den Weg freischießen. Da jetzt noch ein paar Ziele. Ich sehe den jetzt zwar nicht, aber mal sehen, ob ich ihn treffe. Oh, komm mal wieder zur Luft. Okay, scheint getroffen zu haben. Jetzt haben wir das auf die unkonventionelle Seite gereinigt, alles hier. Aber gut, hat er geklappt. Wo rennt er hin? Gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Okay, weiter. Vorsichtig. Wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr lieber wirklich Multiplayer-Spiele, wo ihr freies Handeln habt? Oder lieber wirklich so vorgegebene Story-Mode? Eher Einzelspieler, eher Multiplayer? Was ist jetzt hier? Hat er gesagt, ins Wasser. Jetzt ballert er der, ohne mir Bescheid zu sagen, die ab. Mann. Ich glaube, die sind wir los. Ja. Diese Ruinen müssten zum Dschungel führen. Dann ist es zur Wache ein direkter Schuss. Dann bin ich mal gespannt. Ja, es schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Soll ich weitermachen? Was spielt ihr gerne? Interessiert mich auf jeden Fall mal. Stopp! Feuer einstellen, abwarten. Frei, leg an! Lalala. Gesichert. Genau, los. Gesichert. Mal nachladen. Kontakt. Wir erledigen sie gleichzeitig. Headshot. Ziele erledigt. Rücken vor. Bei der ganzen Gerenne kann ich gar nicht ordentlich zielen. Los, los, los. Die Pistole sicher rausnehmen. Auf geht's. Jetzt auch noch klettern hier. Am Boden, unten bleiben. Hier ist ja richtig was los im Dschungel. Und die fliegen, die ganze Zeit die fliegen. Stinken wir so oder was ist los? Verfolgen die uns? Mehrere Ziele unterhalb von uns. Wir müssen sie ablenken, bevor es weitergeht. Die Schiele auf dem Treibstofftank des Lasters. Macht sicherlich eine Menge Lärm. Na los. Ja, klingt gut. Wir sind bereit. Schiebt er mich, er schiebt mich. Run. Da rennen die neben uns her. Gucken wir mal. Nicht schießen, sie spielen uns in die Hand. Habe verstanden. Wer spielt uns in die Hand? Habt ihr alle schon das Gameplay-Video gesehen von Battlefield 4? Ausschalten. Bin ja sowas von gespannt. Guter Schuss, Rücken vor. Wird mit Sicherheit richtig geil. Wobei ich auf jeden Fall dafür einen neuen PC brauchen werde. Das wird unumgänglich sein. Scharfschütze am Glockenturm weiter weg. Er hat gute Sicht, wir müssen ihn erledigen. Erstmal zur Ruhe kommen hier. Mit dem Gezittere kann man ja gar nichts machen. So, man hat hier... Okay, interessant. Das ist natürlich schlecht, wenn man nicht trifft. Also man hat da so einen Vorgabepunkt. Der zeigt einen, wo man
hinschießt. Also man muss nicht wirklich... Ja, aber ich treffe trotzdem nicht. Boah, wie bitte ist das denn? Jetzt spiele ich schon auf leicht und krieg's nicht hin. Okay, wir belassen es jetzt mal dabei. Ihr sagt, wollt ihr mehr davon sehen? Dann fange ich nochmal an, beziehungsweise, versuche hier weiter zu spielen. Und wenn ihr sagt, okay, nee, das ist langweilig, das ist scheiße, das ist, dann sagt es und dann mache ich nicht mehr weiter, dann spiele ich es offline oder was auch immer. Ihr habt noch ein paar andere Spiele, das habe ich ja schon gesagt, werde ich auf jeden Fall auch noch anspielen und hochladen und dann sehen wir mal, was davon weitergespielt wird. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Abonniert den Channel, wenn ihr Bock habt, noch mehr Videos von mir zu sehen. Und natürlich nicht vergessen, gebt mir Feedback zum Sound, vom Mikro und alles. Wie gesagt, das ist meine erste Aufnahme. Ich habe noch nicht wirklich viele Testaufnahmen gemacht. Ich werde mir das jetzt auch erstmal anhören. Und dann würde ich gerne ein bisschen Feedback hören. Okay, also dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Schaut noch in die anderen Videos rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.